Für den Sieg über den Meister bestand keinerlei Gewähr, doch zum Glück war der Kampf an sich gar nicht mal so schwer gegen Olaf, den Bären. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Witcher 3 Wild Hunt, Part 187. Ja, und diesmal wollen wir den Weg des Kriegers begehen. Ja, dazu rufe ich mal die Plätze. Aber ich glaube, das ist gar nicht mal so weit von hier. Das soll sich ja hier auf derselben Insel befinden. Wir haben es ja beim letzten Mal nach dem erfolgreichen Kampf gegen Olaf jemand angesprochen. Und ich glaube, das war derjenige, ne? Bei dem es da um diese Quest ging. Also um die Kriegerquest sozusagen. Bei der wir irgendwelche Prüfungen über uns ergehen lassen müssen. Nee, das war jetzt der falsche Pfad. Wie geht's weiter? Oh, zu hoch, da hat plötzlich Angst, Höhenangst und so. So, gehen wir hier lang. Wo ist denn Best? Ach, da hoch, ja, oder was? Ach, oh, hier sind lauter Monster. Moment. Oh, nee, Bär. Bär ist ja nicht unbedingt ein Monster, aber es wird als Monster gezählt. Habe ich zum Glück dafür die richtige Trophäe ausgewählt, die uns 5% mehr Erfahrungspunkte gibt, denn das ist ja unser erklärtes Ziel, auf Stufe 27 aufzusteigen. Also, oh, das war aber schon, das war fast wie bei Olaf gewesen, ne? Mit dem Unterschied, dass wir aber diesmal mit dem Schwert gekämpft haben und beim letzten Mal im Kampf gegen Olaf natürlich mit den bloßen Fäusten, was glatter Selbstmord ist im normalen Leben. Also, das kann wirklich nur ein Hexer leisten. Oh, Leute, meine Rüstung macht schlapp. Das Schwert mussten wir schon immer reparieren. Oh. Das sind relativ starke Endriagen, aber. Ja, die versprühen auch so ein bisschen Gift, ne? Davor muss man sie in Acht nehmen. Am besten die von der Seite attackieren, aber dadurch, dass wir ziemlich stark sind, geht das, ne? So, ja, der weiße Balken muss ich füllen. Dann steige ich endlich auf. Ja, warum möchte ich überhaupt aufsteigen auf Stufe 27? Warum ist es mir so wichtig? Ja. Denn mit Stufe 27 sind wir dann endlich in der Lage, unsere Ausrüstung weiter zu verbessern. Ne? Bin ich natürlich schon vorher, aber dann wäre ich nicht dazu in der Lage, die zu tragen. Ne? Erst ab Stufe 27 können wir die Verbesserung dann auch effektiv tragen. Und ja, mit besseren Schwertern, einer besseren Rüstung etc. können wir uns dann gen Nebelinsel begeben, um der Hauptquest weiter zu folgen. Na, plötzlich lasse ich einfach mal hier. Moment, ich werde nochmal kurz die Rüstung reparieren. Das kann mal nicht schaden, ne? Ja, hier war es doch. Moment. Was haben wir denn hier? Anfängerrüstungs... Ja, was ist das? Schon von Meister? Nee, reicht ein Anfängerset, glaube ich. Ja, vollständig repariert. Wunderbar. Jetzt verschwindet auch die Alarmanzeige, in Anführungsstrichen. Dass wir denn unsere Rüstung reparieren sollen. So. Dann gucken wir mal, wo der Mann ist, der den Pfad überblickt. Ja, also wenn sich jemand hier aufs Kämpfen versteht, dann ist es Geralt. Und das hat seinen Grund, dass er zwei Klingen hat, ne? Wir kennen uns doch gar nicht. Was ist denn dein Problem? Ja, wirklich. Diese Inseln gehörten einst uns allein. Fremde wagten sich nicht her. Und falls doch, kehrten sie nicht zurück. Das waren noch Zeiten. Aber nicht für diejenigen Unglücksraben, die hier gelandet sind. Bist du Gunnar? Wer will das wissen? Und warum? Ich will den Weg der Krieger gehen. Kein Fremder hat das je versucht. Aber wenn du mit dem Leben durch bist, nur zu. Was muss ich tun? Der Pfad hat zwei Abzweigungen. Eine führt auf die Gipfel der Berge, die andere in die Eingeweide der Erde. Wenn du beide beschreitest, beweist du deine Tapferkeit. Ja, was machen wir da zuerst? Ich würde sagen, den Bergpfad, das hört sich am gefährlichsten an. Da kann man am tiefsten fallen. Erzähl mir mehr über den Bergpfad. Er führt auf den Gipfel des Ardeklove. Oben findest du einen scharlachroten Schal. Bring ihn mir als Beweis, dass du das Ende des Pfads erreicht hast. Klingt nicht allzu schwierig. Du hast noch nicht viel Zeit in unseren Bergen verbracht. Na gut, Scharlachrot ist jetzt nicht unbedingt meine Farbe, aber tja, was tut man nicht alles, ne? Um hier eine Quest zu bestehen und wieder für jeden Erfahrungspunkt. Ja, da ist es uns einfach mal wert.
diese Geschichte zu erledigen. Ja, erzähl mir mehr über den Bergpfad. Achso, ich kann da noch mehr erzählen. Erzähl mir mehr über den Bergpfad. Er führt auf den Gipfel des Ardeklove. Oben findest du einen scharlachroten Schal. Genau. Bring ihn mir als Beweis, dass du das Ende des Pfads erreicht hast. Da liegt schon jemand. Seht ihr das da rechts? Klingt nicht allzu schwierig. Ja gut, mehr hat er uns nicht zu sagen dazu. Okay, dann mal sehen, was er dazu sagt. Kannst du mir mehr über den unterirdischen Pfad erzählen? Führt er in eine Art Höhle? Ja, aber die Zuwege sind überflutet. Kein Festländer hat es je geschafft, hineinzutauchen. Da muss man von Kindesbeinen an geübt und jede Menge Perlen hochgetaut haben. Oh je. Wir werden sehen. Was sonst noch? Am Ende der Höhle wartet eine Überraschung. Nimm an dich, was du dort findest, und bring es mir. Eine Überraschung? Welcher Art? Das wirst du schon sehen, wenn du bis dorthin kommst. Lass dich nicht von den Harpien erwischen. Sehr cool. Ich will es versuchen, genau natürlich. Nun, ich habe keine Angst, es zu versuchen. Nicht nur fremd, sondern auch noch dumm. Tja, dagegen gibt's kein Mittel. Nun, lauf zum Gipfel des Ardeklove. Nimm den scharlachroten Schal. Dann weiter zur Höhle. Und am Ende findest du etwas, das ich dir nicht verraten werde. Dann los, zeig der Welt deinen Wert. Ich denke mal, den Wert, den hat Geralt der Welt schon lange erwiesen und bewiesen vor allen Dingen. So, ja gut, dann nutzt uns wahrscheinlich plötzlich herzlich wenig, wenn wir da klettern müssen. Oh Gott. Ah! Nein, nein, nein! Oh nee, jetzt komme ich hier nicht mehr hoch, oder? Doch. Hier ist noch so ein Seitenpfad, zum Glück. Puh, ist gut gegangen. Und da ist ja auch ein Wegweiser, ne? Da können wir uns jederzeit zurück teleportieren. Wie war denn das? Wie ging das nochmal mit dem Springen? Das war ja nicht dieselbe Taste, ne? Wie beim Rennen. Genau, ist die andere Taste. Okay. Ja, ist nicht so wie bei Dark Souls. Ist noch dermaßen drin, Dark Souls, also weil ich da etliche Stunden damit zugebracht habe in diesem Spiel. Und auch gelegentlich immer mal wieder. Oh. Jetzt kommen Sirenen. Genau, erstmal den Schild drauf. Das war jetzt keine üble Idee. Okay. Na, kommt. Habe ich denn die Armbrust nicht ausgewählt? Oh, die kommt mir verdächtig. Na, hier. Oh, ist das dunkel. Als ob die Welt untergeht hier. Ah, geht sie wahrscheinlich auch. Schon fast. Haben wir die wilde Jagd noch nicht bezwungen. Oh, schade. Ich glaube, ich habe das Vieh gar nicht richtig getroffen. Ah, der Schild hält aber noch. Super. Moment. Es lebt noch. Okay. Schild wieder drauf. Na, kommt runter. Wo immer ihr seid. Ich sehe euch nicht wirklich, aber... Ich will nicht versuchen zu... Nee. Ach so, mit der anderen Taste. Ja, mit der anderen Analog-Taste. Muss man dann reindrücken. Ach, schade. Ja, ich muss, glaube ich, in Kauf nehmen, dass er mich erstmal einmal attackieren und dann kann ich meinerseits einen Schlag anbringen. Na, wer sagt's denn? Genau so. Soweit der Plan. Hat geklappt. Oh, jetzt speichert das Spiel automatisch. Haben wir jetzt einen Meilenstein erreicht damit? Den wir hier diese Sirenen abgeschlachtet haben? Ich glaube nicht. Also. Okay. Die möchte auch noch wissen, was wir unterm Parke haben. Sehr gut, ja. Ausgesungen, würde ich mal sagen. Ah, nicht gerade viel dabei, diese Viecher. So, okay, jetzt müssen wir mal rüberspringen. Hui, aber knapp, aber gut. Hat der nichts dabei gehabt? Oh, ein Apfel. Manuskriptseite Drakoninöl. Gut, das habe ich ja schon. Neues Rezept, hä? Ich dachte, ich kann das schon produzieren. Oh nein, noch mehr von den Viechern. Also langsam nach. Jetzt sind es Harpien, okay. Von denen er eigentlich erzählt hat, der eingangs, der Typ, der den Pfad überblickt. Ja, einen anderen Namen hatten sie für ihn scheinbar nicht. Na los, du komm runter hier, du feiges Vieh. Ah, wo ist denn meine Armbrust? Ja, Box gegen die Harpien. Was soll's? Ja. Da ist er hängen geblieben. Auch das tut mir aber leid. Floren. Okay, hat einen Floren dabei. Okay. Keine Federn.
So, okay, jetzt kommen wir nächstes Mal höher hier. Noch so ein Vieh? Komm. Nee, das sind die Sirene wieder. Also alles was. Scheiße, Leute. Zum Glück hat er vorher gespeichert. Ich hasse Abgründe, egal in welchem Spiel. Sie werden mir immer wieder zum Verhängnis, ja. Ach Gott, nein. Es ist eine Krux mit den Abgründen. Also gerade in Dark Souls, also da. Oh nee, da haben die mich dermaßen genervt. Weil da ist man ja noch mehr in die Kämpfe, weil die eben relativ happig sind, ja, dass man da in den Kämpfen dermaßen vertieft, dass man dann gar nicht mehr auf seine Umgebung so achtet. So, warum hat er jetzt noch das Schwert ausgewählt? Hier ist doch jetzt gar kein Vieh. Scheinbar hat er gespeichert, nachdem wir die getötet hatten. Aber ich sehe da kein Vieh mehr. Na gut, ist egal. Ja, schön. Schnell hoch hier. Ich glaube, ich renne einfach mal weiter. Also sofern das. Ach, die haben hier ihre Nester auch. Die eine habe ich. Hab ja, aber da kommt noch eine Sirene. Das war relativ weit weg, das Vieh, aber vielleicht schaffe ich sie. Ohne runterzufallen? Ja, das ging gerade mal so gut. Rennen wir mal ein bisschen. Ist das hier ein Weg? Ja, schade, wäre schön gewesen. Das hat gar nichts zu sagen. Sieht aus wie so ein kleiner Schrein. Also. Oh, hier hat schon jemand was für uns angezündet. Das ist nett. Damit wir auch den richtigen Weg finden. Irgendwie ist hier nichts markiert, ne? So richtig. Ich weiß nicht mal, ob ich jetzt richtig bin. Ich bin ein bisschen leichtsinnig. Rennen hier wenigstens irgendeinem Pfad hinauf. Ja, aber es scheint der richtige Pfad zu sein. Cool, Leute. Wir sind zumindest auf dem richtigen Weg. Also zumindest, ja. Schränkt das hier so die Möglichkeiten ein, sich hier weiter in die Berge zu bewegen. Na, hier gibt es nur einen Pfad. Der aber jetzt hier endet. Ich meine, traumhaft schön sieht es hier aus irgendwie, ne? Trotz des schlechten Wetters, aber ja, hat was. Also die Grafik ist immer noch Hammer, finde ich. Obwohl das Spiel ja jetzt doch schon so ein paar Jährchen auf dem Buckel hat mittlerweile, ne? So lange wie ich es jetzt schon zocke hier. Aber es macht halt immer noch richtig Laune. Tja, das verkauft sich wohl auch noch immer noch. Sehr, sehr gut. Tja, Qualität überdauert halt die Zeit. Oh Gott. Meine Qualitäten hier zu springen sind nur allzu schlecht. Irgendwie kommt mir das hier sehr bekannt vor. Diese Umgebung. Haben wir hier nicht gegen einen Troll oder so gekämpft? Vielleicht sieht's. Nee. Da war hier ein Durchgang, also. Vielleicht sieht es der Umgebung nur ähnlich. Aber irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ich habe jetzt gerade so ein kleines Déjà-vu, Leute. Aber hier ist ja. Hier ist eine Tür. Müssen wir hier rein? Nee. Ach ja, hier haben wir doch gegen irgendwelche Geister oder Erscheinungen gekämpft, ne? Genau, und mit dem Hebel konnte man das Fallgitter. Ah ja, okay, ja. Jetzt weiß ich wieder. Da ging es um die Hexerausrüstung, ne? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das jetzt um das Katzenset. Genau. Das war hier drin, glaube ich. Die Katzenrüstung. Ja, alter Mann. Hief dich rüber. Ja, die ist scheinbar auch leer, genau. Da war eindeutig die Ketzer. Die Ketzerausrüstung, sag ich schon. Ja, Hexer sind doch Ketzer gleichzeitig. Na, selbstverständlich. Nein, aber. Genau, ja, ja, das war hier. Da kamen wir dann hoch und dann war da. Waren da Geister oder so. Und da unten ist noch so ein Verlies und alles. Ja, ja. Kann ich mich wieder daran erinnern. Aber da oben war ich, glaube ich, noch nicht, oder? Weil wir müssen ja dem Pfad hier weiter folgen und der geht anscheinend oben, ne? Zumindest kommen wir hier wieder auf den Pfad, wie es aussieht. Ist hier noch irgendwas? Ach, da drüben, guckt mal. Da ist ja auch noch was. Oh, cool. Wenn ich es nicht doch schon gelootet hatte beim letzten Mal. Irgendwie kommt der Geh halt nicht voran gar, ne? Naja, ist ja auch schon ein bisschen älter, der Gute. Da kommen einen selbst Bordsteinkanten, hier unüberwindbare Hindernisse vor. Barrieren. So, Bärenfell. Das soll jetzt gar nicht lächerlich gemeint sein. Das ist einfach mal so im Alter, ne? Aber Geralt altert ja nicht wirklich.
Der ist ja schon relativ alt, also mit 110 Jahren werde ich nicht mehr so rumspringen. Ganz im Gegenteil, da bin ich wahrscheinlich schon ein paar Klafter tief unter der Erde. Aua. Zwei Klafter oder so. Mindestens. Weiß ich, wie tief ein Grab geschaufelt werden muss, ob das da. Ja, auch das wird genormt sein in Deutschland, ist klar. Es gibt ja nichts, was in Deutschland nicht genormt ist. Da wird alles geregelt. Aber gut, man sagt immer, dass Deutschland nach, ne? Aber ich denke mal, in anderen Ländern ist das auch so ähnlich. Es muss ja irgendwelche Regeln in Tierungen geben, das ist nicht doll, ja. Schularenfutter, dann nehmen wir das mal mit. Studentenfutter, ne? Das Äquivalent von Studentenfutter. In Switcher 3, genau. Von da sind wir gekommen, ne? Genau. Und hier ist der Pfad anscheinend, ist ja hier zusammengebrochen. Unterspült worden oder so. Ist dann gefroren und dann wurde es der Fels quasi kaputt gesprengt. Ja, sowas passiert wirklich in der Natur. Also das ist hier relativ authentisch. Oder meine Fantasie ist gerade mit ihm durchgegangen. Nee, das passiert natürlich, klar, wenn sich irgendwo Wasser sammelt, in Felsspalten oder so. Ne? In den Alpen kann das zum Beispiel auch passieren. Und wenn das Wasser dann gefriert, ne? Wasser hat ja die Angewohnheit, sich dann auszudehnen. In einem anderen, in dem gefrorenen Aggregatzustand. Und dann kann das natürlich eine sprengende Wirkung nach sich ziehen. Zwirn braucht man, glaube ich, auch dann und wann mal. Ja, hier haben wir schon Lederbänder und sowas. Genau, das brauchen wir ja schon. Im Hinblick auf unsere Verbesserung, die wir denn anstreben von unserem Katzenset, ne? Hexer-Katzenset. Spricht denn mit uns, ja? Ein Fremder hat den Weg der Krieger je gemeistert. Es gibt für alles ein erstes Mal. Sie sind lernen nur aus Fehlern. In Skellige kosten Fehler einem nur Meisters Leben. Oh. Ja, der traut uns ja sehr viel zu, ja, Genosse hier. Ja, genau, mach nochmal Licht an, richtig. Die Bude ist eh zu dunkel. Holz, Leinen, ja, alles was mit Sachen zu tun hat, nehmen wir jetzt einfach mal mit. Zur Not können wir das ja immer noch verscherbeln. Oh, die wollte ich wirklich anmachen. So, haben wir hier noch was? Ja, Alkohest, sehr cool, brauchen wir ja immer zur Auffrischung unserer Tränke, unserer Heiltränke. Und auch anderen Tränke, na, die uns. Es gibt übrigens auch Tränke, die uns länger tauchen lassen. Ne? Deswegen ist das für Geralt natürlich auch kein Problem. Auch wenn er jetzt kein Perlentaucher ist natürlich, aber ja. Aber meistens war das auch ohne irgendwelche Tränke zu bewältigen, diese Aufgaben, diese Questaufgaben. Ich glaube, da war der erste Teil von The Witcher noch relativ rigoroser. Oh Gott, ist das ein Sprung. Nicht schaffen wir das. Ich mag es nicht, wenn es hier mal so eng ist. Oh, da höre ich was. Das Medaillon vibriert. Oh. Das muss ein Ort der Macht sein. Cool, ein Ort der Macht. Das verschafft uns doch Fertigkeitspunkte. Oh nee. Gegner. Oh nee, nicht gerade hier, oder? Nee, kletter doch erstmal hoch, Geralt. Nein! Oh! Verdammt. Was macht er denn? Ah, diese Viechernerven. Das sind Tapien. Oder ja. Ah, ich will nicht in den Abgrund stürzen hier. Ich sehe gar nichts. Wie langsam die fliegen können, diese Monster, ja. Ja, ich denke, das nächste wird immer anvisiert. Na, dafür brauchen wir nämlich das andere Schwert, ne? Das Silberschwert. Weil der Alte, der den Pfad überblickt, der hat sich ja zunächst gewundert, warum wir denn. Warum Geralt zwei Schwerter mit sich führen, ne? Und für die Leute, die vielleicht neu sind in dem Witcher-Universum, erkläre ich es auch gerne nochmal. Das Silberschwert brauchen wir für Monster. Für irgendwelche paranormalen Erscheinungen. Und das Stahlschwert für menschliche Gegner, für Humanoide. So. Da ist dieser Schrein, genau, den werde ich gleich mal aktivieren. Und dann haben wir auch zugleich, hoffe ich mal, einen Fertigkeitspunkt. Ach, gedrückt hätten sie immer. Ja. Du hast einen Fertigkeitspunkt erlangt.
Okay, wunderbar, Leute. Richtig cool. Und hier ist der tolle... sieht aber gar nicht so scharlachrot aus. Eher blau. Oh, 50 Erfahrungspunkte. Obwohl die Quest uns weit... also weit unter unserem Level liegt. Da kriegen wir eigentlich immer keine Erfahrungspunkte. Wobei, Leute, das kann natürlich auch damit in Zusammenhang stehen. Ja, so stelle ich es mir zumindest vor, dass das hier keine Kampfquest jetzt war. Sondern dass wir lediglich eine Aufgabe zu bewältigen hatten, die mit Kämpfen herzlich wenig zu tun hatte. Soll ich hier runter? Ich bin ein bisschen ängstlich. Was geht? Ha, wir sliden, geil. Wuhu, wie cool ist das dann? Das gänzlich ohne Schnee. Und da ist der Höhleneingang auch schon. Oh, das ist ja super gemacht hier. Geht die eine Aufgabe gleich fließend in die andere über. Ja, dann machen wir die auch gleich. Ich meine, die kann ja auch nicht so umfangreich sein. Am Ende der Höhle soll ja was warten auf uns. Eine Überraschung in Anführungsstrichen. Ja, was soll denn das für eine Überraschung sein? Das kann nur ein Gegner sein. Wahrscheinlich noch ein besonders großer Brocken, damit wir uns hier der Aufgabe auch als würdig erwiesen haben. Quasi auch als Beweis, ne, dass wir der absolute Held hier sind. Oh Mann, ist das dunkel. Ich glaube, jetzt werde ich doch mal... also das ist ja dermaßen duster hier und gerade wenn wir jetzt da noch tauchen sollen... nee, jetzt werde ich mal einen anderen Trank mal auswählen. Ich weiß gar nicht, welcher das war. Waldkorz? Nee, Waldkorz nicht. Katze, glaube ich, war das, ne? Dieser Trank, müssen wir den erst mixen? Ja, ich vermute mal, ja. Ja, das mache ich jetzt schnell mal, Leute. Dann seht ihr noch mal ein bisschen Alchemie. Wie man die Alchemie zur Anwendung bringt hier in The Witcher 3. Habe ich ja selten gemacht. Tränke, glaube ich. Bisschen Trank. Katze, da ist er schon. Cool. Alle Teile vorhanden. Super, den normalen haben wir jetzt. Wir haben bestimmt auch die verbesserte Version. Ja, sehr geil. Haben wir sonst noch was? Überlegene Katze, da fehlt noch was. Da fehlen uns noch einige Zutaten. Da müssten wir wieder zu diesen schrulligen Druiden gehen. Aber das reicht uns erstmal. Ne? So, Inventar, ja, das muss ich ja auswählen. Ne? Nee, hier geht's nicht. Wo haben wir denn das Ding? Verbesserte Katze. Hier. Super. Alles klar, Leute. Dann gucke ich mal, wie sich das bemerkbar macht hier. Ich glaube, das habe ich noch nie ausprobiert gehabt, oder? das wollte ich jetzt nicht. Gut. Sehr geil. Boah, ist ja taghell jetzt hier drin. Wenn auch schwarz-weiß. Nein, es ist kein Grafikbug, Leute. oh, Hexersinn sollte ich mal aktivieren. Ach, jetzt muss ich tauchen. Taste halten mal wieder. Weil vielleicht ist ja hier auch... oder verbirgt sich hier auch noch das eine oder andere Geheimnis. Ja, gedrückt, dann schwimmen wir schnell. Ah, da ist schon was. Oh, das sieht nach Natur aus, Leute. Wie cool. Und tauchen mache ich ja nicht so gerne, ne? Wisst ihr vielleicht? Das ist nicht so meine Lieblingsbeschäftigung hier in The Witcher. Weil die Steuerung ein bisschen hakelig ist. Oh. Gemerisches Stahlschwert. Ich glaube, es bringt nicht so viel. Und ein verbesserter Vollmond. Ja, cool. Hier ist nichts weiter. Ich muss einfach nur... oh Gott, das wird knapp hier. Aber jetzt sehen wir wenigstens was hier in der dunklen Höhle. Es ist trotzdem noch sehr dunkel, muss ich sagen. Trotz unseres Tranks, den wir jetzt zur Anwendung gebracht haben. Oh, da hinten ist noch was. Seht ihr das? Das leuchtet so schön durch unsere Hexersinne. Können wir das kenntlich machen. Oh, hier ist auch was. Das sind scheinbar irgendwelche Pilze zu sein. Und Monster. Ach du Scheiße, ist das die Überraschung? Sieht aus wie eine riesige Krabbspinne. Aber gut. Moment, ich habe doch die Trophäe ausgewählt, ne? Die uns mehr... Moment. Ja, 5% Bonuserfahrung bei Monstern. Sehr cool. Das trifft sich doch super. Jetzt schwimme ich gleich nochmal zurück, Leute. Also das Vieh möchte ich mir gerne vorknöpfen. Aha. Sehr schön. Was haben wir denn da Schönes? Hexenjägerschwert, gut, sowas hatte ich glaube ich schon mal eingesammelt. Muss ich jetzt nicht unbedingt herstellen. Nordwind, überlegen an Nordwind, was bringt denn das? okay, schnell hoch, Leute. Ja, man schafft es relativ bequem, ne? Wie ich doch vermutet hatte. Aber jetzt sehen wir wenigstens, dass da... oh, nee, das wollte ich nicht. Das ist die falsche Taste, glaube ich, gedrückt.
Auftauchen, B drücken, genau. Und damit können wir uns hier auch aus dem Wasser... Oh, ne, jetzt hat der Trank nachgelassen. Leider. Aber ist egal, wir haben noch genug davon. Scheiße. Der Alte hat mich gewarnt, erst ganz am Ende aufzutauchen. Kein Wunder. Gargoyles. Aber die haben gerade mal Stufe... 13. Au, au, gerade mal, ne? Die hauen mir sofort den Schild weg. Ach, scheiße, Leute. Ich muss mich jetzt gleich heilen hier. Wow, die sind stark. Und die haben gerade mal Stufe 13. Die lachen mich tot. Ihr wollt mich doch verarschen. Ist das das Ende der Höhle schon hier, ja? Okay. Boah, dann muss ich die einstecken. Ich hab doch... Habe ich da ein falsches Schwert ausgewählt? Ich meine, so ging es uns ja schon mal. Aua! Boah, selbst auf die Distanz hauen die mir den Schild weg. Ihr seht's, Leute. Summer! Wie stark die hier sind. Ich komme mir vor wie Stufe 10 gerade mal. Und bluten können sie ja nicht. Die sind ja aus Stein. Ja, aber hier kann man sich ganz gut verstecken. Naja, mehr oder weniger. Der Schild ist trotzdem weg, wenn sie... Sollten wir erstmal die einen vorknöpfen immer. Komm. Die können ja auch irgendwie Gift speien oder sowas, ne? Moment, wo ist jetzt der angeschlagenere von beiden? Ne, der ist leider hinter dem ersten. Ja, den haben wir. Puh. Ich schon mal... Oh Gott, ey, was macht man gegen eine Stufe 30? Da, Gargoyle, die sind ja noch besser. Kann man, glaube ich, gar nichts mehr machen. Das ist also die Überraschung. Okay, gut, kann ich verstehen. Das ist eine würdige Überraschung gewesen. Aber wir haben es ja trotzdem geschafft irgendwie. Boah, also mit Stufe 13 machen die mir richtig Probleme. Ich bin immerhin Stufe 26. Oh, ja, die hat ein bisschen Kohle noch dabei, aber... Ja, nicht allzu viel. Erhelle mal ein bisschen den Raum, ja. Ah, hier können wir hoch. Ah, anscheinend geht's hier raus, ja. Hexerzeichen, sehr cool. Das kann man lesen. Bringt uns das was? Wie ein Maultier. Gut, das lese ich jetzt nicht. Aber mehr gibt's hier nicht, ne, oder? Ah, dann ist hier anscheinend der Ausgang. Gut, müssen wir uns merken. Da haben wir noch ein paar Pilze, ne, wenn wir schon mal hier sind. Zum hier Atmen aufgetaucht. Oh. Da haben sie ihn geschnappt. Oh, da war jemand. Ja, dem wurde es zum Verhängnis. Deswegen haben das hier wahrscheinlich die wenigsten überlebt. Kann ich jetzt nachvollziehen. Ja, wir sind scheinbar anscheinend auf dem richtigen Wege. Oh Mann, hoffentlich warten da nicht noch mehr dieser Überraschung auf uns. Kann ich gut und gerne darauf verzichten, Leute. Mist, jetzt auf einmal ist die Markierung verschwunden. Die sind ja dann und wann so ein bisschen irreführend hier. Ah, da leuchtet was Rotes. Ich glaube, da haben wir unseren Beweis. Unseren Nachweis, damit wir denn beweisen können, dass wir hier unten waren. Ah, sonst glauben die uns ja nicht. Schnell, komm, das schaffen wir noch. Ah, jetzt wird es nicht ausgewählt hier. Ah, doch, jetzt. Nee, ich muss erstmal auftauchen, glaube ich. Boah, das war ja knapp hier. Wow. Okay, erstmal aufladen und dann... Von hier aus gesehen ist es ja näher. Genau, siehst du ja gleich hier die Kiste. Ah, der Weg des... der Krieger. Ja, das haben wir, das... Erreiche das Ende des Tunnels, also das zeigt er da lang. Mhm. Und die Überraschung? Ist hier noch eine Überraschung? Langsam reicht's mir. Also ich kann jetzt getrost auf die nächste Überraschung verzichten. Sofern sie denn aus Gargoyles besteht oder irgendwelchen Drakoniden oder so. Ein hinreißender Ort. Verlasse die Höhlen, sprich mit dem Mann, denn... Ah, okay. Nee, dann gehe ich nochmal zurück, Leute. Also das interessiert mich ja jetzt doch, was da noch auf uns wartet. Da kann man irgendwas mitnehmen, hat der ja noch gesagt, ne? Da sind schöne Gegenstände oder so. Also implizit durch die Blume wirkte es so, als ob er uns sagen wollte, dass da Schätze blieben, ne? Ich kann mich natürlich auch irren. Vielleicht sind da doch keine Schätze. Aber naja. Gucken kostet ja erstmal nichts, ne?
Oh Gott, die Folge ist schon wieder viel zu lang, Leute. Ja. Ja, ihr ahnt es wahrscheinlich schon, ne? Worauf das hier hinauslaufen wird. Ich werde das jetzt euch nicht vorwegnehmen, nein. Seid da 100 Pro schon selber drauf gekommen? Ja, sehe ich da mein Spiegelbild? Also, respektive Geralds Spiegelbild. Genau, hier haben wir gegen die gekämpft. Ach so, die sind rot markiert. Können wir jetzt hier hoch? Nee, da von der anderen Seite. Die Musik ist ja zu friedlich hier. Jetzt kann sie auch friedlich sein. Denn wir haben ja die Gefahr unlängst gebannt hier. In den Höhlen. Aha. Der sucht den Gargoyle nochmal, aber sagt nichts dazu. Nö. Hat er ja schon gesagt im Prinzip. Oder den nochmal angucken. Ah, da ist auch noch ein Toter. Hier sind mehrere Leichen. Hm, weil die gehörten anscheinend dazu, zu der Prüfung, nehme ich mal an. Aber da oben geht's weiter, Leute. Also das möchte ich mir dann aber beim nächsten Mal ansehen. Also falls euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich gesund und munter beim nächsten Mal wieder. Also dann, bye bye, ciao ciao, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute.